Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Ich möchte mich erstmal ausdrücklich bei der CDU-CSU-Fraktion bedanken, dass Sie das Thema hier ins Plenum eingebracht haben. Fakt ist doch, dass wir uns im Finanzausschuss und auch speziell hier im Plenum viel zu wenig mit dem Thema Steuern befassen. Dabei scheinen einige vergessen zu haben, dass ohne Steuernahmen hier gar nichts bewegt werden könnte. Frau Baerbock könnte keine Millionen im Ausland verschenken. Die EU würde als wichtigster Beitragszahler ausfallen. Und die großzügigen Subventionen und angeblichen Geschenke, die Sie hier im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz verteilen wollen, die wären auch finanziell gar nicht möglich. Aber nur das Heizungsgesetz ist ja nun erst mal vom Bundesverfassungsgericht von der Tagesordnung runtergenommen worden. Ich denke mal, das war eine gute Entscheidung. Die Frage ist natürlich, empfinden die Bürger das jetzige Steuersystem als gerecht und schränkt die hohe Steuerlast die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ein? Spannend finde ich dann in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Steuersätze im internationalen Vergleich. Bulgarien 10%, Ungarn 9%, Litauen 15%, Rumänien 16%, Tschechien und Polen 19% und Griechenland 22%. Und wenn man dann im Vergleich mal schaut, wer sind denn die Hauptempfängerländer innerhalb der EU? Das sind genau dieselben Länder, die auf dieser Liste stehen. Das ist doch interessant, dass die Länder, die ihren Bürgern die wenigsten Steuern abverlangen, genau die Bürger sind oder die Länder sind, die von der EU das meiste Geld bekommen. Das heißt, wir finanzieren im Prinzip die Steuerprogramme der europäischen Länder. Und das, denke ich mal, ist nicht der Sinn der EU. Da wundert es auch nicht, dass Deutschland als Hauptzahler mit rund 22 Milliarden netto die vergleichsweise höchste Steuerbelastung hat. Und da ist der Hinweis in dem Bericht auf die Mindeststeuer von 15% auch nicht hilfreich. Denn wenn Sie die Steuersätze, die ich gerade vorgelesen habe, nachvollzogen haben, die meisten liegen ja bereits innerhalb dieser Grenze oberhalb von 15%. Und das entspricht ja genau diesem Körperschaftssteuersatz, den wir in Deutschland haben. Nur was Sie natürlich immer ignorieren, in Deutschland, und das ist ein Unikum in Europa, bezahlen wir neben der Körperschaftssteuer eben auch Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer bringt den Gesamtsteuersatz des Unternehmens natürlich deutlich in die Höhe. Wir liegen dann insgesamt bei rund 30%. Und das ist der Höchstwert in Europa. Und das trifft insbesondere die mittelständische und kleine Industrie, also die Wirtschaft, am härtesten. Und während Frankreich im letzten Jahr seinen Unternehmenssteuersatz deutlich reduziert hat, sind wir in Deutschland weit davon entfernt. Die Gewerbesteuer ist ein Fremdkörper im internationalen Steuervergleich. Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen wollen, müssen wir diese reformieren oder sogar abschaffen. Ich weiß, die Gewerbesteuer ist für viele Kommunen die Haupteinnahmequelle im Haushalt. Deswegen müssen wir natürlich adäquate Instrumente finden, zum Beispiel eine höhere Beteiligung der Kommunen an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer. Das würde auch den Kommunen wesentlich helfen, weil wir haben jetzt gerade bei Corona gesehen, dass gerade die Gewerbesteuer eine hohe Variabilität hat und natürlich die Kommunen dadurch in höhere Schwierigkeiten bekommen haben. Wir könnten natürlich schlau mal sagen, jedes Unternehmen kann ja selbst frei wählen, ob sie eine GmbH gründet oder ein Einzelunternehmen. Richtig, ja, aber bei Einzelunternehmen liegen sie ja schon bei 63.000 Euro Einkommen am Spitzensteuersatz von 42%. Ja, und das ist auch wieder Mittel in Europa Spitzenwert. Wir brauchen also kein ständiges Rumstochern in irgendwelchen bestehenden Systemen. Wir brauchen eine einheitliche Unternehmenssteuer, unabhängig von der Rechtsform, welches insbesondere kleine und mittlere Unternehmen entlastet. Wir brauchen eine deutliche Anhebung des Grundfreibetrages, eine deutliche Steigerung des Tarifs, den der Spitzensteuersatz viel später einsetzt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Vereinfachung im Steuerrecht und die Abschaffung vieler Sondertatbestände. Da lade ich Sie gerne ein, gemeinsam eine wirkliche Unternehmenssteuerreform mit uns auf den Weg zu bringen. Vielen Dank.